Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 166 Rätselraten, zweiter Teil. Während Draco in Stichpunkten das Erlebte nach dem Unterricht bei Trelawney wiedergab, betrachtete Hermine die Prophezeiung mit eigenen Augen, denn zusammen mit Ginny war sie in deren Erinnerungen eingetaucht. Sie sah, wie ein verschreckter Draco von einer sich in Trance befindlichen Wahrsagelehrerin gegen die Wand gedrückt wurde. Trelawneys Stimme klang ungewohnt, fast unirdisch. Ein pechschwarzes Symbol auf schneeweißem Grund kann nicht allein durch die Geheimnisse des Willens und seiner Gewalt schwinden. Feuer verzehrt, ein Brand erneuert. Erst nach dieser Reinigung wird seine Flamme es finden, das tränende Herz, um damit seine Wunden zu heilen. Kaum war Hermine aus der Erinnerung aufgetaucht, zückte sie aus ihrer Tasche das magische Schreibfederset und diktierte, gab Wort für Wort Trelawneys Vorhersage wieder. Ginny atmete auf, als sie die Prophezeiung in Hermines wohlklingendem Tonfall hörte. Was glaubst du, hat das zu bedeuten? Nachdem die Feder fertig geschrieben hatte, las Hermine die paar Zeilen noch mindestens dreimal, bevor sie antwortete. Ich hab keinen blassen Schimmer. Unerwartet trat Harry ins Wohnzimmer, der Draco im Schlepptau hatte. Also, ich hab einen kurzen Abriss erhalten. Darf ich sie sehen? Im Gegensatz zu Hermine nahm Harry Prophezeiung etwas ernster, wusste aber durchaus, dass man diesen Dingen nicht zu viel Bedeutung beimessen durfte. Er blickte Ginny an, die daraufhin zum Denkarium hinüberschaute. Wir können es zu viert ansehen, schlug Hermine vor. Ich würde mich gerne vergewissern, ob ich auch alles richtig behalten habe. So kam es, dass vier zierliche Nasen im Becken des Denkariums untertauchten. Die Prophezeiung war nicht lang. Die vier benötigten weniger als 30 Sekunden, um sie gesehen zu haben. Doch 30 Sekunden reichten aus, um den Herzschlag zu erhöhen, um sich Gedanken zu machen und um ein seltsames Gefühl in der Magengegend nicht mehr ignorieren zu können. Draco warf seinen Umhang über die Rückenlehne der Couch. Mit einer Hand öffnete er die Knöpfe der Schuluniform und auch die beiden obersten seines Hemdes, denn er schien schwer Luft zu bekommen. »Alles okay, Draco?« fragte Harry ihn, weswegen dieser nickte. Doch nichts war okay. »Hermine?« Harry drehte sich um, um sie ansehen zu können. »Was denkst du?« Hermine antwortete nachdenklich, dass sie ihn den Satz ein paar Mal lesen lassen solle, bevor sie dazu etwas sagen könne. Sie hatte recht giftig geklungen, doch er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie nicht seinetwegen verärgert war, sondern deswegen, weil sie die Antwort noch nicht kannte. Mit seinen Vermutungen hielt Draco sich nicht mehr zurück. »Ich bitte euch, schwarzes Symbol, was kann das schon bedeuten? Das ist das dunkle Mal.« Er öffnete die Manschettenknöpfe seines linken Ärmels und entblößte seinen Unterarm. Das Zeichen Voldemorts war nicht mehr schwarz, weil es verblasst war, aber es war einst schwarz gewesen und noch immer konnte man es sehen. »Was sonst?« murmelte Draco zu sich selbst. »Was bedeutet jetzt schwarz?« Harry hatte keine Probleme damit zuzugeben, wenn er etwas nicht wusste.
Noch immer mit ihren Augen über die Zeilen huschend, erklärte Hermine nebenbei. Jet ist eine alte Bezeichnung für Kohle. Schwarz ist schwarz, ob nun Jet oder Pechschwarz. Ah, okay, murmelte er und klopfte sich nervös auf den Oberschenkel, bevor er sich neben Draco setzte und seine grauen Zellen anstrengte. Er runzelte die Stirn. Schneeweißer Grund? Ihn anblickend, erklärte Draco. Keiner der Todesser hatte eine gesunde Hautfarbe. Sie waren allesamt sehr hellhäutig. Vornehme Blässe, du verstehst. Und wenn ein Pergament gemeint ist, auf welchem etwas in schwarzer Schrift geschrieben steht, oder gemalt, wenn es ein Emblem sein sollte, vielleicht ein Wappen? Warf Ginny in den Raum. Durch Ginnys Gedankengänge angestrengt bewegte auch Harry sich in eine andere Richtung. Und wenn Severus' Augen damit gemeint sind, die sind... Nicht mehr schwarz, hatte Hermine vorweggenommen. Aber sie waren es, genau wie das dunkle Mal, hielt Harry dagegen. So wie er ihr auch gedankenverloren Dracos Unterarm entgegenhielt, was sich der Blonde nur ein paar Sekunden lang gefallen ließ, bevor er seinen Arm aus Harrys Griff befreite, um die Ärmel wieder hinunterzukrempeln. Endlich blickte Hermine auf und schaute ihrem Freund einmal in die Augen. Mir macht das mit dem Feuer und dem Brand ein wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Und was für eine Flamme soll gemeint sein? Und wie soll eine Flamme etwas finden? Schneeweiß, murmelte Ginny vor sich hin. Die schriftlich festgehaltene Prophezeiung auf den Tisch legend, stellte Hermine klar. Mit Schneeweiß ist bestimmt nur weiß oder hell gemeint. Es ist genauso theatralisch ausgedrückt wie Jet schwarz. Die Prophezeiung im dritten Jahr war aber wesentlich deutlicher, nörgelte Harry. Hier machte Draco große Augen. Du hast so etwas auch schon mal erlebt? Eine Prophezeiung von Trelawney? Ja. Und was war es gewesen? Jungs, warf Hermine ein. Bitte keine alten Prophezeiungen aufbrühen. Die sind längst verjährt. Kümmern wir uns um die neue. Vielleicht ist sie nicht deutlich, weil Trelawney es nicht sehr klar gesehen hat. Direkt neben Harry nahm Ginny Platz. Ich wollte für alle nochmal zu bedenken geben, dass es eine Meldepflicht für Prophezeiungen gibt. Was glaubt ihr, warum in der Mysteriumsabteilung so viele Glaskugeln lagern? Dort bewahrt man immer eine Kopie auf. Dazu gab Hermine ihre Meinung von sich. Von mir aus meldet es. Ich habe es nicht miterlebt. Es liegt nicht an mir. An der Unterhaltung hatte sich Harry nicht beteiligt, denn er überlegte konzentriert, grübelte über die möglichen Deutungen und die Bedeutungen der Prophezeiung nach. Wie deutet man sowas überhaupt? Wollte Harry wissen. Hermine hob und senkte einmal die Schultern und erwiderte. Ich habe keine Ahnung. Es ist mein erstes Mal, Harry. Ich denke, wenn man sich alles notiert, was gemeint sein könnte, dann kann man am Ende ein einleuchtendes Ergebnis erlangen. Also... Sie beugte sich nach vorn. Eure Vorschläge zum jetzt schwarzen Symbol. Ich werde alles aufschreiben. Nochmals wiederholte Draco. Das schwarze Mal. Hermine kritzelte es aufs Pergament. Severus' Augen! Es könnte doch sein, Hermine! Seinen Gedanken fand Harry nun wirklich nicht gerade abwegig. Zu Ginny schauend erwiderte Hermine einen Vorschlag, sodass die Rothaarige sagte. Ich denke, es handelt sich vielleicht um etwas Geschriebenes. Ein Buch, ein Stück Papier, ein Symbol auf Marmor oder was auch immer weiß sein könnte. Hermine runzelte die Stirn. Wie soll Marmor brennen können? Was? Ginny schien nicht folgen zu können. Den Kopf schüttelnd erklärte Hermine. Das Ausschlussverfahren kommt eigentlich später dran. Aber genau genommen sagt die Prophezeiung, dass das schwarze Symbol nicht durch Gedanken oder Willenskraft verschwinden kann. Nein, es muss brennen. Marmor kann nicht brennen. Er wird unter der Einwirkung von Flammen einfach zu Kalk und scheidet daher von vornherein aus. Augen können brennen,
warf Harry überzeugt ein. Hermine nickte. Ja, Augen oder Fleisch, ein Körper, können gleichermaßen im übertragenen Sinne brennen wie auch im eigentlichen. Draco verzog das Gesicht. Der übertragene Sinn gefällt mir besser. Den Gedanken an einen brennenden Körper fand er abstoßend. Ich bin der Meinung, dass das dunkle Mal auf weißer Haut passt wie die Faust aufs Auge. Voldemort hatte keinen einzigen farbigen Anhänger, nur falls jemand einwerfen möchte, dass Menschen verschiedene Hautfarbe haben. Eine Augenbraue hebend warf Harry ein. Er war wohl nicht immer nur in Hinsicht auf Muggel sehr rassistisch, oder? Was weiß ich. Draco zuckte mit den Schultern. Mit einem Male überkam ihn der Drang, sich zu rechtfertigen. Ich bin keiner. Was? Harry schutzte. Ein Rassist? Ich bin keiner. Das hat doch niemand behauptet. In die Unterhaltung mischte sich Hermine ein. Leute, wenn ihr alleine weitermachen wollt, dann sagt es nur. Wir sollten uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Ich muss bald weg und hätte vorher gerne noch ein paar Ergebnisse. Also strengt euch an. Mit Severus war sie um 14 Uhr verabredet. Ein wenig Zeit hatten sie noch, aber nicht mehr viel. Hermine wollte dieses unerwartete Rätsel vorher noch am liebsten komplett lösen, wenigstens aber logische Lösungsansätze finden. Denn das lenkte sie von der Tatsache ab, dass sie Severus in weniger als einer Stunde gegenüberstehen müsste. Sie machte sich Gedanken darüber, wie er reagieren könnte. Innig hoffte sie, dass sich nichts zwischen ihnen geändert hatte, nachdem sie ihm gestern auf den Dachboden gefolgt war. Ihr Herz fing plötzlich an, ganz aufgeregt zu pochen. Gut, sagte sie. Das dunkle Mal auf heller Haut sehe ich als sehr wahrscheinlich. Was ist mit Feuer verzehrt, ein Brand erneuert? Hat jemand einen Vorschlag? Die Stelle mag ich am wenigsten, sagte Draco vor sich hin, während er seinen Kopf senkte. Harry konnte das gut nachvollziehen. Ja, das hört sich fies an, aber warum sollte das dunkle Mal brennen? Draco musste so kräftig schlucken, dass alle drei es hören konnten. Zögerlich blickte er auf. Das dunkle Mal. Er musste erneut schlucken, aber der Kloß in seinem Hals wollte einfach nicht verschwinden. Das dunkle Mal hat gebrannt, wenn er gerufen hat. Seine Stimme wollte versagen, doch er zwang sich, nicht schwach zu klingen. Es wurde glühend heiß, sah aus wie glimmende Kohle. Aber Harry hatte Draco mitleidig angesehen und musste erst seinen Blick von ihm abwenden, um seinen Satz vervollständigen zu können. Wie soll das dunkle Mal brennen? Voldemort kann nicht zurückkehren und er kann die Todesser nicht rufen. Allein der Gedanke daran wühlte ihn auf. Ginny legte besänftigend einen Arm um seine Schultern. Harry, beruhig dich. Voldemort ist tot. Endgültig. Daran gibt es nichts zu rütteln, bestätigte Hermine. Da macht euch keine Gedanken. Alle Horcruxe haben wir gefunden und zerstört. Es hieß in der Prophezeiung ja auch, dass das dunkle Mal nicht anders verschwinden kann. Der Schwerpunkt liegt auf Verschwinden, nicht auf Brand. Vielleicht ist damit gemeint, dass das Mal durch Feuer vernichtet werden kann, sodass sich der Untergrund, die Haut, erneuert. Schön gesagt, warf Draco ungläubig ein. Aber wie soll das gehen? Zu Wort meldete sich Ginny. Vielleicht ist das Feuer ebenfalls nur sinnbildlich gemeint. Ich habe allerdings keine Ahnung wofür. Die Idee fand Hermine nicht abwegig und sie hatte in dieser Hinsicht auch gleich einen weiteren Einwurf. Die Flamme ist auf jeden Fall nur metaphorisch gemeint, denn es scheint mir so, als stünde sie für ein lebendes Wesen. Wie schon zuvor ging sie im Kopf sämtliche Synonyme für das Wort Flamme durch und eines der gefundenen Worte ließ erneut ihr Herz schneller schlagen. Sie hatte eine vage Ahnung. Vielleicht, alle blickten Harry an, der dadurch verunsichert wurde. Starrt mich nicht so an, nur weil ich den Mund aufmache, scherzte er. Was ich sagen wollte, die Flamme. Er zog beide Augenbrauen in die Höhe, bevor er zur Seite schaute.
Die anderen folgten seinem Blick und ließen ihn auf einem ramponiert aussehenden, scharlachroten Vogel ruhen, der gerade sein ausgefranstes Gefieder putzte. Ginny riss ihre Augen weit auf. »Du meinst doch nicht etwa...« »Was sonst?« erwiderte Harry und hob einmal die Schultern, bevor er sie wieder locker fallen ließ. Draco nahm Hermine das Stück Pergament aus der Hand und las den letzten Satz. »Erst nach dieser Reinigung wird seine Flamme es finden, das tränende Herz, um damit seine Wunden zu heilen.« Er spitzte die Lippen. »Das würde aber bedeuten, Harry, dass die Prophezeiung mit dir zu tun hätte, denn der Phönix ist dein Begleiter.« Man konnte ihm ansehen, dass er sich sehr anstrengte, eine einleuchtende Verknüpfung zu finden, doch Harry schüttelte nach einem Moment ratlos den Kopf. Draco wiederholte zum besseren Verständnis. »Es heißt seine Flamme, Harry.« Er wandte sich dem Schwarzhaarigen zu. »Wenn die Flamme Forks wäre, bist du definitiv mit dem ersten seine gemeint. Aber seine Wunden zu heilen macht dann keinen Sinn. Hast du Wunden?« »Mit dem zweiten seine könnte jemand anderes gemeint sein, zum Beispiel du«, machte Harry deutlich. »Wenn meine Flamme, nennen wir sie vorläufig Forks, das tränende Herz findet, kann ich deine Wunden heilen?« »Aber ich habe keine«, hielt Draco verblüfft dagegen. »Doch, hast du«, Harry tippte auf Dracos linken Unterarm. Ginny seufzte. Ihrer Meinung nach hatten sie sich gerade festgefahren. »Versteift euch mal nicht so auf Forks. Vielleicht hat der arme Rein gar nichts mit der Prophezeiung zu tun.« »Ich stimme Ginny zu«, sagte Hermine nickend. »Außerdem ist das unlogisch, denn es heißt ja, erst nach dieser Reinigung wird seine Flamme es finden. Das jetzt schwarze Zeichen bzw. das dunkle Mal muss vorab schwinden. Erst dann können seine Wunden geheilt werden.« Harry kniff die Augen zusammen und sagte gespielt eingeschnappt, »Macht mir doch nicht meine Theorie kaputt, vor allem nicht so schnell!« Damit hatte er Hermine zu seiner Erleichterung ein Lächeln abgerungen, denn sie war die ganze Zeit über so ernst gewesen. Direkt neben Hermine nahm Ginny Platz, bevor diese sagte, dass sie sich frage, wer mit seine gemeint wäre und ob jemandes Wunden geheilt werden müssen. »Leute«, sagte Harry, um auf sich aufmerksam zu machen, »geht es nur mir so oder bin ich der Einzige, der an Severus denken muss?« »Ich wollte es nicht sagen«, gab Draco zu. »Aber ich denke wirklich, dass er damit gemeint sein könnte.« Ginny blickte verdutzt rein. »Ehrlich? Wenn Snape gemeint ist, wer ist dann seine Flamme?« Bevor irgendjemand sich dazu äußern konnte, ergriff Hermine das Wort. »Vielleicht Linda. Möglicherweise Lily. Brenda wohl eher nicht.« Innerlich aufgeschreckt blickte sie auf die Uhr, die an der Wand neben der Tür hing. »Ich muss los, sonst gibt es Ärger.« In Windeseile packte sie ihre Tasche, ließ jedoch das Pergament mit der notierten Prophezeiung neben den Dreien, die ihr irritiert nachschauten, zurück. Nachdem Hermine die Tür hinter sich geschlossen hatte, schaute Harry zur Uhr hinüber. »Es ist kurz nach 2:30. Sie fängt doch erst um 14 Uhr an, oder? Warum ist sie denn jetzt schon weg?« Als würde es die Antwort darstellen, dachte Draco mit einem Male plötzlich an das Gerücht, welches Gordian ihm um die Weihnachtszeit herum erzählt hatte. Harry hingegen wiederholte in Gedanken Hermines erst gestern gesagte Worte, dass sie nicht wüsste, ob sie mit der Entwicklung zufrieden wäre, und Ginny dachte sich ihren Teil, denn sie kannte ihre beste Freundin und wusste, dass sie erst dazu fähig war, über Dinge zu reden, wenn sie sie auch beim Namen nennen konnte. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction »Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit«. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun.
Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.